So, heute werde ich euch zeigen, wie ihr ein Wurstglas öffnen könnt, weil meistens ist ziemlich viel Druck drin und man bekommt es mit bloßen Händen nicht mehr auf. Ihr braucht dazu eigentlich nur ein Messer. Das Messer schiebt ihr unten in eine Rille, wo es ziemlich weit reingeht. Das ist hier jetzt. Und dann drückt ihr das Messer einfach hoch. Und da merkt man jetzt schon, dass hier langsam Luft rausgeht. Und jetzt kann man das problemlos öffnen.